Okay, gehen wir wieder raus. Ja, 20 Milliarden Dinge müssen wir öffnen. Ja, von dem war ja auch noch ein Bild. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Do you suppose the Draugr are angry because we disturb their sleep? I know how they feel. I would also be pretty angry. Schicke Roben. Seid ihr ein Zauberer oder sowas? Ich habe Kotler geheilt. Ja, ihr habt ihm Ehre erwiesen, selbst nach dem Tode. Ein würdiges Ende für einen würdigen Krieger. Kehrt ihr nach Jorvaskr zurück? Noch nicht. Ich werde mir erst ein paar von diesen Einkerbungen ansehen. Ich frage mich, ob Iskamor diesen Ort zu seinen Lebzeiten jemals betreten hat. Aber ihr müsst nicht bleiben, wenn ihr nicht wollt. Ich sehe euch in Jorvaskr. Wir haben daheim eine Menge zu erzählen, nicht wahr? Kotlak sagte, ich soll die Führung der Gefährten übernehmen. Wenn ihr mir vor ein paar Monaten erzählt hättet, dass ein Fremdling, von dem ich noch nie gehört habe, die Gefährten anführen würde, hätte ich euch vielleicht die Kehle aufgeschlitzt. Aber ich habe gesehen, wozu ihr fähig seid. Und habe gehört, wie sehr Kotlak euch schätzte. Und vertraute. Hoffentlich könnt ihr beweisen, dass sich sein Herz nicht getäuscht hat. Viel Glück. Ja. Ihr wart... Wilkas hat gesagt, ihr seid der neue Kotlak. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber ihr scheint ehrbar zu sein und das ist gut. Wir sind der neue Kotlak. Ja, Kotlak sagte das. Oh, ich werde euch keine Probleme machen. Ich tue, was man mir sagt. Glückwunsch. Kehrt ihr zu Jorvaskr zurück? Wohin mein Bruder geht, dahin gehe ich auch. Er will sich wohl weiter umsehen. Ich habe Kotlak geheilt. Er ist kein Werwolf mehr und sogar tot. Das ist gut. Ihr seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Das gefällt mir. Aber Kotlak hat eurem Urteil vertraut. Und das werde ich auch tun. Kotlak sagt, ich soll die Führung übernehmen. Ehrlich gesagt hätte ich nicht damit gerechnet. Aber das kann auch daran liegen, dass ich euch noch als Welpe kenne, der darum bettelte, beitreten zu dürfen. Der Alte hat euch vertraut. Also vertraue ich euch ebenfalls. Kehrt ihr nach Jorvaskr zurück? Früher oder später. Aber das hier, das ist das Grab von Iskramor. Ich werde wohl erst ein wenig in mich gehen. Ich werde noch etwas hier verweilen. Geht schon mal vor, wir sehen uns dort. Ich habe Kotlak geheilt. Und genau das war der Wunsch des Alten. Ich freue mich, dass wir ihm den erfüllen konnten. Gut. Dann gehe ich mal. For once it actually wasn't me that knocked something over. Was soll das denn? Oh, mal ab und an war es mal nicht ich, der irgendwas rumgetreten hat. Oder über was getreten ist. Kann ich ja nichts dafür, wenn Knochen rumliegen. Okay. Da ist noch ein Boot, das möchte ich gerne sehen, aber nicht jetzt. Ja, schon besser. Bisschen mehr Licht. Sieht schon geil aus, ne? Was there something you wanted? I take it by trade you mean dump all your useless junk on me. Fine. Okay then. So.
Was haben wir denn hier? Frack da unten oder was? Pilgergraben entdeckt. Das ist tatsächlich. Ich hoffe, ich kann lange tauchen. Weil sonst werde ich das gleich merken. Na, offensichtlich nicht. Ich kann doch irgendwie unter Wasser atmen. Habe ich noch meinen Piratenhelm? Ich glaube nicht, ne? Ja, dann... Okay, ich trinke mal was. Ganz schön tief. Gerade noch rechtzeitig. Gut. For once it actually wasn't me that knocked something over. Das hast du schon mal gesagt. Okay, was nur? Können die Boyutia-Geschichte ja durchmachen. Bringen den... Achso, den eben das Brust und anlegen. Ja gut, das war jetzt nicht gerade gesagt. Eben als Brustharnisch. Ihr habt euch gut geschlagen, mein Champion. Ihr habt euch meinen Respekt verdient. Ein Kunststück, das nur wenige fertigbringen und überleben. Ich werde euren Namen auf der Tafel der absoluten Finsternis eintragen. Ihr dürft meine Ebenerzrüstung behalten, als Zeichen meiner Wertschätzung für den neuen Champion. Ihre Eigenschaften werden mit euren Talenten harmonisieren. Geht nun. Ich habe Fäden zu ziehen, die meine ganze Aufmerksamkeit erfordern. Ihr könnt eures eigenen Weges gehen, wohin er euch auch führen mag. Und vergesst eines nie. So wie ihr es wollt, soll es auch geschehen. Hoho. Das ist eine nette Rüstung. Aber wir haben ja die Robe des Erzmagiers. Aber cool. Ja, das war dann die Quest, ne?
Okay, im Moment haben wir Leerlauf. Dann sind wir mit den Querfährten durch, kann man fast so sagen. Es gibt ja noch ein paar Bonusgeschichten wahrscheinlich. So Bonus-Content. Bären halten einfach zu viel aus. I think I need to go to bed after all this walking. Care to join me? Oh, no, I didn't mean, you know, I meant separate. I think I should just stop talking. Eine Statue. Wir erklimmen riesige Berge, nur um dort hinten hinzugehen. Was that something you wanted? Das Meer? Oh, das Meer, danke. Der Turmstein entdeckt. Schlösser und so weiter. Naja. Wir springen nach Markart. Kalzelmo will ich mal finden. Der soll hier rumlaufen. Und vielleicht finde ich hier auch mal. Ach ja, jetzt weiß ich auch was genau. Das ist, glaube ich, auch der Harnisch, den Logan eine ganze Zeit lang getragen hat. Wir können das gerne mal probieren, wenn ihr meint. Was auch gehen könnte, wäre die Diebes. Ja, ich probiere mal was. Ich gehe mal kurz zum Haus Seeblick zurück, dann können wir die gleich direkt abholen. Wobei, nö, die lassen wir da stehen, aber ich hole mal was ab. Wow. Alter, wie nice. Los und geht's weg. Gelaufen! Verließ die Rosalie.
Ja, die kommen mir tatsächlich zur Hilfe. Kommt man hier her und dann wird man angegriffen. Puh.